Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Sonntagsausgabe von Ungeschnitten Minecraft Survival Games auf dem HiveMC.com Server. Natürlich. Und ich nehme jetzt genau nach der letzten Episode auf, deswegen merkt ihr gerade hier, dass ich hier immer noch an der Stelle stehe wie eben. Denn ich habe momentan einfach Bock und ich will die Zeit nicht verschwenden, um einfach nur zu spielen, sondern ich würde das ganz gerne auch alles aufnehmen. Und ich habe meine Stimme eben ein bisschen verausgabt. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habe ich da ein bisschen, wirklich bin ich ein bisschen arg mit mir rumgegangen und habe ordentlich einen rausgelassen. Auf die Piste, Schnauze gehauen habe ich da ordentlich einen. Hier will ich ja nicht rein, weil der fängt es gerade erst an. Ich würde ganz gerne eine Lobby nehmen, die schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Ein bisschen nicht mehr so jungfräulich, wisst ihr? Muss ja auch was dran sein. Und so. Survival Games 6, wunderbar, Wut 4. Sehr, sehr gerne spiele ich diese Map und ja, wie ihr wahrscheinlich auch dann schon euch denken könnt, habe ich noch keine Ahnung, nimm die 7970, Junge. Habe ich jetzt keine Ahnung, wie die Challenge-Liste Dingens da rausgegangen ist. Wir können nur mal jetzt gleich einmal gucken, wie es soweit aussieht. Ich kann das natürlich auch wunderbar einblenden, ganz smooth, allerdings machen wir das erst gleich, wenn wir in-game sind, weil sonst kommt jetzt noch Ash! Hey Ash, hast du dein Buch behalten? Wir können ja mal... Ich habe meine Schaufel behalten, es deckt gerade ein bisschen, okay. Ihr könnt ja mal nochmal nachgucken hier oben. Ne, wir haben jetzt 5 Siege geschafft aus den 2 Runden. Da haben wir schon mal ein gutes Stück geschafft. Also ich glaube, das sollte prinzipiell kein Problem werden. 50 Siege in 100 Episoden ist natürlich ein Schnitt von 1,5. Das heißt, wir sind momentan über dem Schnitt. Aber es kann auch Tage geben, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Man muss immer gucken... Dass das alles auch immer... Oh, das ist Slenderman, Slenderman. Und, ja, ich habe noch ein paar Themen für jetzt überlegt. Obwohl ich ja jetzt nacheinander aufnehme, dann fehlen mir meistens immer so die wichtigen Themen. Aber, natürlich hoffe ich wirklich dann, dass ich die Folge auch mit Skill beenden werde. Und ich werde euch auch gucken. Ich will einfach mal eine Streak-Serie einfach mal schaffen. So wirklich 10 Spiele ohne zu verlieren. Wir sind jetzt bei 4 Spielen in Folge, ne? Ohne zu verlieren, bei ungeschnitten. Ist ja auch gar nicht so schlecht. Hauptsache, ich werde schon mal sofort von dem verprügelt. Du warst das? Ah, fuck, wie ich den nicht schlagen kann, ne? Wie ich den nicht schlagen kann. Nicht da durchgehen, Junge. Gut. Du hast einen Hut für mich. Ist ja schon mal sehr lieb von dir, dass du einen Hut für mich hast. Hätte ich ganz gerne. Oh nein, ey. Oh nein, ist auf der durch oder was? Boah, wie ich das hasse, wenn... Ich die einfach so nur treffe, dass die ein Herz noch haben oder so. Ich verfolge ich erstmal bis zum Tode. Hallo. Ich muss jetzt nicht wirklich zum Strand, muss ich nicht wirklich gehen. Geh rechts lang. Ah, fuck, ich geh da lang. Und natürlich, natürlich, natürlich. Ja, das ist zu, mein lieber Freund. Gut. Ah, guck mal. 2 Eisenbarren. Hat sich doch gelohnt. Man weiß ja nie, was so ist, ne? Aber wir sehen gerade, es hat sich gelohnt, ihn zu verfolgen. So. Jetzt noch mal kurz ein Schnittchen. Den holen wir uns auch noch mal eben. Obwohl. Ja komm, wir gehen mal ein bisschen da rein in die Menge, oder? Und holen uns die ja auch mal hier eben hier. So. Der ist weg. Geh da mal in die Kiste dran. Genau, mach mal. Gönn dir mal. Gut. Ah, damit kann man nicht öffnen. Mit Pilzen kann man die Truhe nicht öffnen. War allerdings kein Stuff so wirklich gerade, ne? Fällt mir so auf. Auch wenn nicht so viele Schnetzel gerade. Wir können nochmal hier reingehen. Ja, Schuhe. Besser als gar nichts. Nochmal Schuhe, ein Steinschwert. Und noch einen hiervon. Wenn wir jetzt doch nur... ein Dingens finden würden. Hier ist auch eine Truhe drin. Da ist jemand. Ich will uns gerade auch noch mal eben holen. Hat sogar auch noch nicht gute Rüstung. Jetzt kann er natürlich weglaufen. Ist ja ganz klar, das ist sogar schon tot. Geil. Ich lege auch ein bisschen rum. Die noch angezogen, das auf die 3 gepackt. Haben wir sowas wie eine Angel? Ne, haben wir nicht. So, können wir jetzt endlich mal, haben wir ja Stickies? Ne, haben wir auch nicht, ne? Können wir endlich mal jetzt da unten langlaufen, wo wir eigentlich langlaufen wollten? Oh, geil. Ja, geht der natürlich jetzt lang, ne? Fuck, ey. Hätten wir vielleicht mal ein bisschen früher drauf achten müssen. Können wir gehen mal kurz hier nach oben. Hast du irgendein Stuff?
Hallo, hier bin ich. Was ist denn mit denen los alle heute? Warum sind die gerade so schlecht? Was heißt heute? Ich meine jetzt gerade so in der Runde. Sind irgendwie alle so ultra schlecht, habe ich das Gefühl. Also so richtig Astiges haben wir auch wunderbar. Gehen wir einfach zum Spawn. Wozu jetzt zum Strand gehen? Uns da voll jammern lassen? Ich finde, der Strand ist sowieso eine Sache, der Strand ist schwer, finde ich. Der Strand ist hart. Da kommen halt nur die Harten kommen in den Strand, oft auf den Strand. Von daher bin ich ganz gerne weg vom Strand. Ich halte mich hier ganz gerne auf, weil hier meistens immer viele Leute sind. Gerade wenn man ein Schwert hat, dann kann man hier wunderbar Leute schnitzeln. Wenn man kein Schwert hat, dann kann man eigentlich wunderbar auch versuchen, im Laufe des Strandrundgangs nach Untengangsdingens ein Schwert zu bekommen. Das Problem ist halt nur hier, ich müsste jetzt halt mal craften. Und ich habe eine krasse Paranoia hier vor. Weil ich immer Angst habe, hier runtergeschubst zu werden. So. Wunderbar, haben wir das doch schon mal. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir unseren Weg zur T2 machen. Zumindest zu der, die ich kenne, genau. Hier sind noch ganz viele Tiere, wir können auch vielleicht verzaubern gehen. Ich wünschte mir hier noch einen zweiten Verzauberungstisch. Aber hier gibt es, glaube ich, keinen. Hier gibt es nur die beiden, die es auch schon halt, denen es hier gibt am Schiff halt. Ich glaube, es gibt ja keinen weiteren. Das finde ich ein bisschen schade. So ein bisschen SG4-like mit zwei Verzauberungstischen wäre schon bei der mir ziemlich geil. Warum droppst du denn keine Energie? Also ich meine, du bist doch ein Pferd oder ein Esel oder so. Dann gehen wir mal eben hier lang. Nehmen uns auch nochmal ein paar Weizensachen mit. Aber komm, wir haben eigentlich noch eine Suppe und das hier haben wir auch noch. Was ist denn hier so drin? Ah, zwei Steinschwerter. Nehmen wir die mal mit. Ja, ich weiß, wir haben die anderen eben in die Kiste gelegt und die nehmen wir jetzt mit. Wo ist da die Logik? Aber ihr kennt mich ja, so bin ich halt. Logik kenne ich halt nicht. Ich kenne keine Logik. Ist da eine Hose drin gewesen? Die braucht man nämlich noch. Die fehlt ja noch zu unserem Glück. Ohne Hose können wir keine Frauen kennenlernen. Wir können schlicht hingehen und sagen, yo, na hey. Ne, hehe. Und du so? Ja, ist nicht so gut, glaube ich. Kommt nicht so gut an. So, wo sind jetzt die ganzen Fritzen hier? Nur ganz gerne ein paar Fritzen. Ja, eine Angel fehlt mir noch. Angel ist eine Sache, die ich noch ganz dringend brauche. Und ich habe eigentlich zwei Themen für heute mir überlegt, also für diese Folge jetzt überlegt, die ich ansprechen könnte. Zum einen kann ich schon mal die Sache jetzt sagen, ich habe leider gar keinen Überblick mehr, was mit den Fragen war, die ich gestellt bekommen habe. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu beantworten. Dann kam die Runde mit Jonas und die... Oh, fuck. Dann kam die Runde mit Jonas. Ist das schon weg, oder wie? Habe ich dem Sohn harten Quit gegeben. Dieser scheiß Damage-Fake-Schaden, ne? Ah, ich esse mal lieber kurz. Safety first, gerade bei einem Halb-Eisen-Typen. Das wird aber schlecht für dich enden normalerweise, ne? Geil, ey. Obwohl, hier stehen wir nicht allzu gut, ne? Gerade wenn jetzt hier unten jemand die Sachen wegsnackt. Also zur Not, wenn wir oben jemanden sehen, springen wir einfach runter, dann verlieren wir wenigstens keine Punkte. Wir können das Spinnennetz hier benutzen, aber das ist mir jetzt zu heilig. Ich warte lieber, weil ich mal gerackt bin. Hol ich mir die Sachen von hier unten. Ja, man sieht hier auch niemanden, weil, wegen der Milch. Das soll ich aber, glaube ich, schaffen, ne? Und den Sprung, wir können hier drauf gehen. Oh, fuck. Alter, habe ich nicht gesehen, dass ich da nicht drauf komme. Gut, wir sammeln mal kurz die ganzen Sachen ein. Und dann bin ich aber auch hier weg. So. Ganz kurz umziehen. So, wunderbar. Aua. Angel? Keine Angel. TNC? Wunderbar. Ja, sieht doch ganz gut aus bis jetzt gerade so. Gehen wir mal weiter. Wir bräuchten immer noch eine Angel, liebe Leute.
Angel? Hallo? Hallo, guck mich an. Denn mit einem F5-Modus habe ich eine Angel? Nee, immer noch nicht. Was ist das denn für eine Musik gerade eigentlich, frage ich mich so persönlich. Wie viele Pfeile habe ich? 5? Ich meine, wir haben alle Zeit der Welt, wirklich. Wir haben alle Zeit der Welt. Na, okay. Ja, jetzt wird er sich umdrehen, wird auf mich draufgehen, wird mich wegangeln. Ihr kennt es ja, das übliche Spielchen. Ach, ich habe keine Angel, stimmt ja. Ha! Er wichert. Ach, Junge, ey. Was glaubst du? Ich hasse Zurückbacken, ne? Hast du nur selber abbekommen, lieber Junge. Fuck. Okay. Du müsstest eigentlich gesehen haben, dass ich Dingens habe. Komm nach oben. Fuck. Jetzt haben wir keinen Pfeil mehr. Ertrinke! Nein! Ich verfolge ihn einfach. Ich meine, viel mehr verpassen kann ich nicht. Wir haben schon alles, was wir brauchen, so fast eigentlich. Du kannst nicht treffen, wenn ich hier oben bin. Wenn ich unten bin, meine ich. Und die Wand ist auch nicht das Beste von allem. Fuck, jetzt habe ich da mal getroffen. Jetzt können wir ja den Weg abschneiden. Ordentlich gut. Jetzt drehen wir nochmal um. Das sind so probate Mittel, die wir machen können. Wir kommen immer näher, gerade an ihn. Mal kurz nach oben tauchen. Jetzt haben wir ihn gleich. Fuck. Fuck. Stirbst du vielleicht auch mal? Alter Falter. Muss mal die Sachen mitnehmen. Oh fuck, ich muss nach oben. Erstmal nach oben. Erstmal nach oben. Diamant, habe ich bekommen. Puh. Oh, Deathmatch schon? Oh, scheiße. Erstmal kurz. Oh Gott, einen Strand legen. Meine Güte. Nee, es gibt kein Chest Refill mehr, wenn es schon Deathmatch ist. Kurz mal Sachen weg. Mir ist gerade schwindelig. Ich hätte nicht so viel überventilieren sollen. So. So. Ja, Hauptsache keine Angel. Hauptsache alles but an angle. Wir haben ein Team auf jeden Fall, oder? Haben wir ein Team? Ja. Ich glaub schon. Nur die Frage, wer ist das Team? Haben wir den ersten gekillt? Ist der erste down? Der erste ist down, wunderbar. Gut. Leg TNC vor dir. Okay, das ist, glaube ich, kein Team gerade hier. Oder was ist mit denen los? Ah, die sind wirklich nicht die Besten gerade. Ist aber mit der Faust. Ah, fuck. Ich hätte mit der Faust machen sollen. So, haben wir jetzt eine Angel bekommen. Wunderbar. 12 Pfeile. Wunderbar. Ich muss was ausprobieren. Das ist auch so eine Sache, die ich ganz gerne hätte. Komm her. So eine Challenge, die ich ganz gerne machen würde, die kann ich vielleicht sogar mal präsentieren hier so ein bisschen. Junge, komm doch mal her. Ich will was zeigen. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm doch mal her, bitte. Komm doch mal her. Junge! Kann ich dich irgendwo reinschlagen vielleicht in so ein Netz? Ja, jetzt ist er da drin. Pass auf, ich will was zeigen ganz kurz. Ein paar Folgendes. So ganz gerne würde ich machen. Dann noch so machen. Dann noch so machen hier. Dann noch so machen hier. Fuck, ganz knapp. Ich dachte, er stirbt vielleicht, aber sowas ist eine Sache. Das wäre eine geile Challenge, Leute. Das wäre eine richtig coole Challenge eigentlich. So, ihn in einen Spinnenweben reinzupacken und dann mit TNT zu töten. Geil! Fände ich eigentlich ziemlich geil. Hätte ich zumindest Bock drauf. Das wäre eine Sache gewesen, die man machen könnte. Könnt ihr noch vorschlagen? Ich habe es ja nicht geschafft.
So ein Vorschlag wäre schon ziemlich geil eigentlich. Gay! Nee, geil. Gay! Nein, geil. Gay! Viel zu lange. Was ist hier mit? Ja, mach mal die. Komm, wo zwei? Ich spiele momentan, also ich spiele generell sehr, sehr gerne SG7, auch wenn ich gerade ein bisschen aufstoßen muss, so als ob es mir hochkommen würde. Aber ich spiele ganz gerne SG7. Also SG7 ist eine Map, die mag ich sehr, sehr gerne. Wo zwei? Genau, genau. Aber der hat doch bestimmt keine 100... Ja, kann sein. 14 Siege. So. Falling Angel, Glonic, Bates, Dingens. Ja, also ich habe, genau, das war eigentlich das Thema. Ich vermassel meine Themen immer, ne? Ganz kurz viel connecten, einen Moment, danach werde ich ein bisschen erzählen. Wunderbar. Kurz was trinken, ganz, ganz kurz auch noch was trinken. Mhm. So. Das Thema. Ja, ich habe mittlerweile echt alles, ich habe keinen Überblick mehr, welche Fragen gestellt worden sind oder welche nicht. Deswegen die Frage an euch, habe ich Fragen nicht gestellt? Ihr müsst ja am besten wissen, Fragen, also Sachen, die ich beantwortet habe oder nicht. Also bitte, solltet ihr noch eine Frage haben oder eine Frage unbeantwortet gewesen sein, dann stellt sie bitte nochmal in die Kommentare, dann kann ich das nochmal ein bisschen besser rekapitulieren. Wäre zumindest geil auf jeden Fall. Wäre cool, wenn ihr das machen würde. Die andere Sache mache ich in der letzten Runde dann, die ich erzählen werde. Zwecks Facecam, warum momentan keine Facecam kommt. Ich werde euch den Grund dafür dann in der letzten Runde verraten. Es sieht nämlich scheiße aus einfach. Das ist der Hauptgrund. Aber der andere Grund kommt dann später. Ich hoffe, ich werde hier nicht zurückgebuggt. Buggen wäre nicht gut. Also buggen wäre ganz geil, aber buggen wäre nicht so geil. Fahrt wäre auch gut. Da ist einer, glaube ich. So, wunderbar. Haben wir schon mal zwei. Panixens. Dann gehen wir mal hier runter. Natürlich, wo auch sonst hin. Richtung Eisenswerd. Wir haben wieder alles für uns. Hier gerade. Was heißt denn wieder? Für mich ist es wieder, weil die letzte Episode von Donnerstag kam ja jetzt quasi, habe ich ja im Anschluss gespielt. Deswegen kommt es mir so ein bisschen vor wie eben. Rüstung haben wir schon echt optimal. Da kommt auch irgendjemand an. Wir haben kein Schwert, aber das soll erstmal nicht zum Problem werden. Vielleicht doch, wenn wir hier noch weiter verkacken. Da hochzukommen ist schon anstrengend, ne? Aber schafft man. Und dass da hier oben alles genauso drin sein soll, also dass das Enderschwert, dass das Steinschwert hier rein soll, finde ich eigentlich schon eine ziemlich coole Sache. Dass es wirklich da ist und kein Bug ist oder so. Eins. Ja, jetzt gehen sie alle weg. Zwei und drei. Das hier hin, das dahin. Versuchen noch gar nicht mehr ihr Glück. So, ja, meine Erfahrung. So. Warum wollen jetzt echt noch nach oben kommen? Wollt ihr echt noch nach oben kommen jetzt gerade? Hey, hi. Wow. Boah, bin ich zurückgebuggt, ey. Ich bin geflogen, bin zurückgebuggt. Wahrscheinlich wäre beinahe sogar gekommen. Yo, you flying was enabled. Kick for flying. Hier war schon leer. Aber wo ist denn der andere jetzt hin? Du musst auch noch irgendwo sein, oder? Ist der das da oder wie? Oh fuck, das war nicht... Ja, gib mir erstmal. Hör mir erstmal einen rein, natürlich. Ah, jetzt müsste er down sein. Was? Was? Ich bin an dem jetzt gestorben? Jetzt ernsthaft? Krass. Habe ich nicht mitgerechnet. Klar, ich hatte halbes Leben nur. Hätte wir erstmal raggen sollen. Aber dass ich jetzt gerade an dem sterbe, ohne Harnisch, ohne irgendwas. Ich mit einem supergeilen Equip. Krass. Das habe ich jetzt... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ganz ehrlich. Ich habe mich da wieder auch ein bisschen zu sehr, ja, ich bin ein bisschen abgehoben gerade. Ich bin ein bisschen abgehoben gerade, so. My twin killed you? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie ist er denn?
der Twin. Mr. Ponetsky. Keine Ahnung. Yeah. Okay, dein Zwillingsbruder, alles klar. Ja, ich wusste, die beiden waren irgendwo. Ich hätte einfach noch... Oh, jetzt ist aber wenig los. Was ist denn hier los? Letzte Runde jetzt schon. Scheiße. Also, naja, kein Catching Fire, bitte nicht. Ich spiele Catching Fire nicht. Oh, okay. Gib mir mal ein bisschen. Breeze, ich würde mal für Emporium voten. Ich mache mal kurz Scramble. So. Ja, also wie gesagt, ich habe mir da wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen zu viel zugetraut. Wollte den Typen quitten, habe dann zweimal ihn nicht mit der Angel getroffen und dann war es irgendwie vorbei. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, weil der letzte Schlag, der war schon etwas merkwürdig, weil der kam irgendwie so sofort und so überraschend. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber der kam so schnell und irgendwie anders als die anderen. Keine Ahnung. Hätte ich nicht machen dürfen, hätte ich erstmal raggen müssen, auch gegen einen Typen, der nichts hat. Das sind eine Kleinigkeiten, die man einfach so, wenn man einfach Übermut tut selten gut, sagt man ja so schön. Und gerade hatte ich ein bisschen Übermut. Und deswegen habe ich ein bisschen verkackt. Wir spielen Breeze. Auch nicht mein Lieblingsmap. Aber, so lang muss ich laufen, da lang muss ich laufen, ne? Ja. Ne, da lang muss ich laufen, da lang muss ich, alles klar. Oder? Ja, ne? Ja, zu den... Ich wüsste, wo lang ich laufen will. Immer guck, ich könnte nach Süden muss ich laufen, alles klar. Ja, das Schiff ist da. Ist der Wasserfall denn? Da ist der Wasserfall nicht, deswegen. Ja, zwecks Facecam. Es gibt momentan ein kleines technisches Problem. Und zwar ist es folgendermaßen. Ihr müsst euch so vorstellen, ich habe ein USB-Mikrofon, ja? Und mit diesem USB-Mikrofon verschiebt sich meine Tonspur, weil es eine gewisse Latenz gibt, verschiebt sich meine Tonspur immer ein bisschen mit der Zeit. Also wenn ich eine Stunde aufnehme, habe ich eine Latenz von einer Sekunde. Das heißt, irgendwann verschiebt sich der Sound und ich bin nicht mehr synchron. Das heißt, ich müsste alles synchron machen. Per Hand quasi immer cutten und machen und tun und richtig finden und angleichen. Wäre scheiß viel Arbeit, wenn ich in Zukunft relativ oft mit Facecam arbeiten wollen würde. Das kann man ganz einfach umgehen. Warum läuft denn der mir jetzt schon voraus? Das finde ich nicht ganz so geil. Da ist keine Truhe, aber ich hab mir noch alles safe gerade bei mir. Ja. So. Dann können wir uns hier hinwagen. Ist ja auch gar nichts an Truhe. Ist zumindest so, dass es einfach momentan nicht funktioniert. Es gibt eine Möglichkeit, die habe ich auch wunderbar geschafft eigentlich die ganze Zeit lang, wie ich das ausgleichen kann. Allerdings, irgendwie geht das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung warum, aber es funktioniert nicht mehr. Es will ich einfach nicht mehr angleichen lassen. Mit der digitalen Technik, die ich da angewandt habe. Ich sehe keine Truhen, ne? Glaubst du es mir oder nicht? Ich sehe keine Truhen. Panisch noch, wunderbar. Gut. Alles safe noch. Gut. Perfekt. Rüstung ist in Ordnung, außer der Harnisch könnte noch ein anderer sein. Aber ansonsten, ich werde das Problem auf jeden Fall auf dem Grund noch 21 Tributes. Wow, da ist jemand gewesen. Wo ist er hin? Alter, Falter. Warum müsst ihr denn immer alle... Alter, Falter, warum... Ah, oh, wie ich das hasse, ne? Willst du vielleicht mal sterben? Alter. Das war, ich will sagen, knapp. Hätte auch anders ausgehen können, weil die Ranken im Weg waren. Er hat ein bisschen rumgeleckt, einmal ganz kurz. Für ein paar Sekunden. Ganz kurz mal safe sein. Bessere Sachen anziehen. Das noch nach unten holen. Das ausrüsten. Perfekt, so ist gut. Erstmal jetzt raggen. Immer darauf bedacht sein, sich zu heilen. Ganz, ganz wichtig, wie ich eben gemerkt habe. Auch gegen einen Typen, der nichts hat, kann man sich leicht überschätzen. Hier sind zwei Leute, alles klar. Die kämpfen gerade. Das soll mein Glück sein, dass die beiden gerade kämpfen oder auch nicht. Was ist denn da los gewesen gerade? Gehst du mal? Okay, geil. Ist gut, dass er nicht da reinkommt. Ah, guck mal, zwei Crits mitgegeben. Dann nochmal Damage, Fall Damage.
bekommen. Alter, wie ich rumbagge. Pfeile habe ich noch keine, will ich auch nicht verwenden. Dafür, nicht dafür. Ach, nicht dafür, mein Junge. Einer ist schon mal oben. Ich falle natürlich runter. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Also jumpen kann er. Ah, komm schon hoch. Ist er down, meine Güte, geht doch. Aber jumpen konnte er. Er kann nicht viel, aber jumpen konnte er. Einer ist oben beim Jump'n'Run, ich weiß. Soll mir aber auch erstmal egal sein. Da oben war gerade jemand. Sogar zwei, ist ein Team oben. Die schnitzel ich mir jetzt mal. Weil ich glaube, ich schaffe das. Hey, Dom incoming. Wo ist denn hin? Sogar zwei Leute gerade hier. Hat nämlich gar nichts, den schützen wir nämlich zuerst. Haben wir schon mal beide hier. Wo ist der X-Typ jetzt hier? Der von oben? Der ist immer noch oben, alles klar. Ist der jetzt ganz oben oder was? Ist der runtergeflogen? Was ist mit dem los? Ich sehe ihn gerade nicht mehr irgendwie. Ach, da ist der jetzt. Alles klar. Ich überlege, was ich jetzt gerade mache hier so. Warte ich hier? Da kommt er wieder runter. Komm, ich bin mal ein bisschen assi jetzt. Kommt der hoch. Ja. Ja, yeah, sure, sagt er sogar zu mir. Wo ist er denn hin? Komm, hier, Stuff für dich. Komm her. Junge, ey. Ja, ich kann einfach nicht lange böse sein oder nicht lange irgendwie jemanden verarschen. Er kennt es ja von mir. Ich gebe ihm halt nur eine scheiß Dingens. Nicht mehr und nicht weniger. Ups. Mich noch so ein bisschen im Zaun halten kann. So ist denn dieser Angel-Typ dahin. Ich teame nicht wirklich mit dem jetzt gerade. Ich meine, es ist halt so Höflichkeitsteam. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Weil ich die beiden Tipper von ihm gekillt habe, wahrscheinlich. So irgendwas, keine Ahnung. Werden wir erstmal wieder alleine lassen, die Typen. Boah, wie man hier immer rumbackt, ne? Oh, da ist einer. Oh. Ist sogar ein Araber. Oh. Oh, kurz weg. Ich kann nicht springen. Ja, klar. Kommt mal die Partner an. Geil. Habe ich keinen Pfeil und Bogen? Leider besser equipped als ich, ne, der Typ. Mal kurz weglaufen. Habe ich meinen T-Partner doch gut ausgewählt anscheinend. Auch wenn er nicht mehr laufen kann. Kurz mal ein bisschen raggen. Wenn ich wüsste, wie viele Herzen der hat, ne? Alter. Wie ich ihn einfach nie bekommen habe, diesen 7-Modi-Typen da, ne? Ich habe ihn nie irgendwie... Kann ich ihn noch recorden? 7-Modi-Typ? Ja, ne? Der hat null Victories.
hat keinen einzigen Sieg, 600 Punkte. Aber ich habe ihn einfach nie bekommen. Habt ihr ja gerade eben gesehen. Ich habe irgendwie, egal was ich versucht habe, ich konnte ihn nie irgendwie richtig fokussen. Und war immer irgendwie ein Tick schneller als ich. Das war unfassbar gerade. Also für 0 Victory, 600 Punkte, war das gar nicht gut. Also war das wirklich gut, sagen wir mal so eher. Hat auch irgendwie Full Iron gehabt, aber halt wieder diese Araber-Leute. Ne? Ich spiele ungern gegen Arabas, weil es kann sein, dass er einfach nur ein bisschen rumgeleckt hat. Das kann natürlich auch sein, dass er einfach irgendwo anders war und ich ihn einfach nicht. Also, ihr habt es ja gesehen, er hat sich einfach um mich herumgedreht, als wäre das nix. Habe ihm dann irgendwie eins eine gegeben, dann habe ich einfach nicht mehr wiedergefunden. Das sind Sachen, mit denen kann ich einfach nicht umgehen, wenn jemand relativ wendig ist oder rumleckt. Weil ich habe einfach meine Taktik, mich um den Gegner herumzuschlängen und immer halt zu wissen, wo er ist. Aber in dem Fall hat es gerade nicht funktioniert. Ist halt so. Müssen wir mitleben. Und somit, wie ihr seht, haben wir zwei Runden wieder verloren. Und das Ganze ist wieder spannender geworden. Jetzt haben wir hier nur einen Sieg geholt. Dann sind wir jetzt bei 6 Siegen aus drei Folgen. Und ne, da kann es auch schon wieder knapp werden. Es kann auch wieder knapp werden, wie man sieht. Muss nicht immer alles sicher sein. In trockenen Tüchern. Ja, mein Tippbanner war natürlich auch scheiße mit seiner Axt da. Hätte ich ihm vielleicht mal bessere Sachen gegeben, wäre es vielleicht besser ausgegangen, aber das weiß man ja vorher nicht. Und ich wollte auch eigentlich jetzt nicht wirklich teamen mit ihm oder so. Aber der war halt schon gut drauf, der Typ. Wenn er nicht geleckt haben sollte, keine Ahnung, was mit ihm los war. Gut. Ich bleib mal ein bisschen bei ihm. Da habe ich ja Bock drauf, mal ein bisschen bei ihm zu bleiben. Guck mal, da ist da sogar jemand. Er leckt schon ein bisschen rum. Guck mal, wir sind alle jetzt. Schau dir den mal an. Siehst du den? Guck mal, wie er alle schnitzelt, ey. Da sind noch zwei. Junge, geh mal hin. Okay, jetzt sagt der eine schon Hex. Vielleicht sind wir auch zu Unrecht gestorben und es war ein Hacker, der da aktiv war. Wir müssen es mal beobachten im Deathmatch. Vielleicht sogar haben wir gegen einen Hacker gekämpft. Deswegen konnten wir ihn nicht besiegen. Weil mit 0 Victories und 600 Punkten. Ja. Stimmt eigentlich, ne? Hex! Aber ja, der sah mir schon ein bisschen. Er sah mir, ja, he did 8 hearts in one hit. Okay. Don't hack recording, okay. Also, alle sind es ist keiner ein Freund mit ihm. Anscheinend soll er wahrscheinlich hacken. Dann macht's wieder Sinn und dann können wir sagen, okay, wir sind gestorben, aber halt fairerweise an einem Hacker. Deswegen können wir da nichts dran ändern, weil den Hacker kann man eigentlich so gut wie nicht gewinnen. Gucken, dass wir sofort auf ihn fokussen. Da, guck mal, der erste. Da, okay, Hacker, der Kopf. Wir haben gerade den Kopf gesehen, wie der Kopf sich ganz schnell umgedreht hat und jetzt haben wir gemerkt, es ist ein Hacker. Auf den Kopf achten, ihr habt es eben gesehen. Der Kopf hat sich ganz kurz umgedreht und zu dem anderen gefokust. Nee, er soll nochmal die anderen kämpfen. Kämpfe gegen andere Leute, komm. Kämpfe noch ein bisschen, komm, kämpf. Bitte stirb nicht. Ja, wie ihr merkt, er dreht sich immer um mich herum und ist immer auf mich drauf. Deswegen hat er mich auch besiegt. Das war der Grund, warum er mich besiegt hat. Einfach, weil er sich immer um mich herumschlängeln konnte und dann natürlich immer auf mich drauf war und deswegen mir noch einen Hit geben konnte. Nicht etwa, weil ich schlecht war oder einfach meine Taktik des Herumschlängelns und des Gegnerverwirrens kann er natürlich überbrücken, indem er einfach immer mich fokust, weil er seinen Hack anhat, sein Aimbot-Hack. Komm, geh noch mal bitte drauf, komm, geh noch mal. Nein, Junge, nein, geht nicht auf den drauf. Mach mal bitte, komm, kämpf mal richtig, anständig. Komm. Wie auch immer schlägt und einen nicht trifft, ne? Das ist auch immer so ein Indiz dafür, dass er einfach dann... Komm. Ich will es noch... Da guckt euch an, wie er sich immer sofort umdreht, immer wieder am Mann ist. Man kann machen, was er will, er ist immer wieder am Mann. Da, ne? Guck mal, er ist immer wieder genau auf seiner Position, wo der Gegner sich befindet. Ja, ganz klares Indiz, wir sind zu Unrecht gestorben. Wir hätten ihn bestimmt besiegt, also wird uns eine Niederlage zu Unrecht angerechnet. Da, guck dir diesen Kopf an, ne? Wie er sich einfach immer instant sofort bewegt in die Richtung des Gegners.
Ja. Und noch immer Quiz verteilt, ne? Also, nee, tut mir leid, das kann ich nicht akzeptieren. So eine Niederlage. Komm, jetzt geh hin. Geh hin. Geh hin, schnell geh hin. Und trotzdem gibt's ja eben noch, ne? Er war auf einem Herz. Gut. Haben wir ihm nochmal gut ordentlich gegeben, aber trotzdem, ja, dankeschön. Yes. Ich hab's aufgenommen, es wird auch reported auf jeden Fall. Haben wir ganz klar gesehen, dass es ein Hacker gewesen ist. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich find's halt scheiße, wenn man halt versucht, seriously zu spielen und auf Skill zu gehen und dann von so einem Idioten. Habt ihr eben gesehen, ich habe mich versucht zu rechtfertigen, irgendwie Fehler zu finden in dem, was ich gemacht habe. Ich konnte einfach keinen Fehler finden. Er war einfach zu gut oder er ist einfach scheiß Araber. Ganz ehrlich. Und wie wir gesehen haben, haben wir einfach zu Unrecht verloren, weil wir mit unserer Drehtaktik eigentlich vollkommen richtig lagen und er einfach nur uns einen Strich durch die Rechnung macht, indem er einfach meint, hacken zu müssen, um mich immer zu fokussen und immer den nächsten Schlag austeilen zu können, weil ich muss mich noch umdrehen, weil ich nicht hacke, weißt du? Musste er nicht. Und deswegen, ganz klar, alles klar, müssen wir abhaken. Also wir haben quasi zweimal gewonnen und einmal verloren. Beim zweiten Mal, okay, das war ein bisschen doof, aber das dritte Mal war jetzt total unverdient. Naja, egal. Trotzdem, wir zählen es nicht. 6 Siege aus 3 Runden, aus 9 Runden, ist immer noch ein guter Schnitt, würde ich sagen. Aber hauen Sie rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann am Dienstag. Und dann habe ich auch die Auslosung und die Auswertung für die Challenges-Sachen da. Und dann passt es ja. Alles klar. Auf Wiedersehen, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.